Und ich habe entschieden, deshalb alles in Eigenregie zu machen. Das heißt, vom Schreiben, Lektorieren, dann Illustrieren und dann bestimme ich auch, welches Format mein Buch hat. Ich habe ein quadratisches Format gewählt, weil es super toll zu halten ist, auf dem Schoß wunderbar hält, wenn man ein Kind in der Hand hat und ihn vorliest. Und auch, ich habe 170 Gramm Blatt, manchmal sogar 230, damit es richtig fest ist und ein Kind es angreifen kann und es nicht zerreißt.